Aus dem Dornröschenschlaf erwachen wird das einst so prachtvolle Bahnhofshotel in Bruck an der Mur. Nachdem sich 12 Investoren zusammengefunden haben, um ihre neue Vision vom ursprünglichen Hotel Post wahr werden zu lassen, hat man sich nun entschlossen, mit der Restaurierung im Frühjahr 2018 zu beginnen. Sie sind auch Bauträger bzw. auch einer der Investoren. Welche Investoren haben sich zu diesem Projekt zusammengefunden? Also im Prinzip gibt es Investoren aus allen Schichten, sage ich mal. Das sind auch Lehrer, das sind Gewerbetreibende, das sind Unternehmer. Die haben sich eigentlich da zusammengeschlossen. Was war euer Beweggrund, das Bahnhofhotel neu zu renovieren? Also wir wollten immer schon mal was zusammen machen und haben halt bei uns halt dementsprechend ein Objekt gesucht, wo man sagen kann, nicht nur in Bruck an der Mur, auch woanders, und haben uns dann entschieden, dieses Projekt da zu nehmen. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich der Flair dieses Gebäudes hat Sie besonders beeindruckt. Was genau beeindruckt Sie an dem Gebäude? Es ist so, es ist natürlich ein uraltes Gebäude, eines der ältesten, was es bei uns gibt. Und es hat auch eine gewisse Geschichte und das hat uns ein bisschen bewegt dazu. Die Vision Bruck 2030. Wie wichtig ist Ihnen die Renovation vom Brucker Bahnhofshotel? Das ist absolut wichtig. Ich habe das vorher schon gesagt, es hat so zwei Leerstellen gegeben, die uns Brucker wirklich geschmerzt haben. Das ist das Macherhaus, sind wir gerade dabei, diese Stelle zu schließen, und das ist dieses Hotel Bahnhof. Und was mich besonders beeindruckt, ist, mit welcher Liebe die Investoren da am Werk sind. Die haben sich die Geschichte des Hauses angeschaut, werden das genau in der Form, in der es entstanden ist, als Hotel Südbahn wieder renovieren, restaurieren, mit einem Neubau ergänzen. Also es ist absolut Bestandteil unserer Vision 2030. Stichwort Denkmal. Ist das Gebäude denkmalgeschützt? Nein, meines Wissens nicht. Sie sagen, die Renovation wird hauptsächlich die Außenfassade erhalten, der Rest wird neu renoviert und umgebaut? Ja, wobei, das ist also ein kleines Detail, es gibt schöne alte Holztüren, die dort noch verwendet werden, die renoviert werden in der ursprünglichen Form. Es wird der Charakter der hohen Räume erhalten bleiben und da direkt am Bahnhof, an einer der meistfrequentiertesten öffentlichen Verkehrsrouten Europas, ist das ein wunderbarer Standort und die Investoren haben dieses Potenzial erkannt. Erhoffen Sie sich so mehr Zuwachs zu Bruck an der Mur? Absolut. Bruck ist eine der wenigen Städte, die Bevölkerungszuwachs haben wird. Und deswegen wollen wir Wohnraum schaffen. Wohnraum auch in der Innenstadt, im innenstadtnahen Bereich verdichten. Und so haben wir diese Trendwende geschafft. Und jetzt müssen wir mit Optimismus voranschreiten. Sie sind einer der 12 Investoren. Es werden 26 barrierefreie Mietwohnungen eingerichtet und ausgestattet. In welchem Quadratmeterausmaß werden diese Wohnungen erbaut? Wir bauen Wohnungen in der Größenordnung, beginnend Kleinstwohnungen für Singles 30, 40, 45 Quadratmeter und dann den großen Sprung auf Großwohnungen 85 bis 95 Quadratmeter für Familien mit zwei und mehr Kindern, weil wir der Meinung sind, dass diese Wohnungen in Bruck fehlen. Die Wohnungen sind gefördert vom Land Steiermark? Die Wohnungen sind mit der umfassenden Sanierungsmitteln des Landes Steiermark gefördert und sind dadurch, weil das Land Steiermark über diese Fördermöglichkeit 15 Jahre lang den Mietzins beschränkt und vorgibt, für jeden leistbar. Werden Parkplätze zusätzlich zur Verfügung gestellt? Wir schaffen 9 Garagenparkplätze und 8 Parkplätze am eigenen Grund zusätzlich. Und mit der Stadt Gemeinde Bruck gibt es eine Vereinbarung, dass Tiefgaragenparkplätze in der ÖBB Tiefgarage angeboten werden. Bezüglich Lärmbelästigung hier in der Nähe, haben Sie vor, da irgendwie vorzugehen? Die Lärmbelästigung, die man vermeintlich glaubt, die es durch den Bahnhof geben könnte, haben wir messen lassen. Und die Lärmbelästigung hier ist weniger als in der Innenstadt. Eine Frage noch zu den Interessenten. Bestehen bereits Angebote, Interessentennachfragen? Es bestehen Nachfragen, aber mit der Vermarktung beginnen wir erst mit Baubeginn. So ist es natürlich ein großer Vorteil, dass die Wohnungen direkt am Bahnhof gelegen sind und so optimale Reiseverbindungen schaffen. Im Frühjahr 2019 sollen die daraus entstehenden 26 Mietwohnungen fertiggestellt werden und zusätzlich vom Land Steiermark gefördert werden.
Das 19. Brugger Wirtschaftsfrühstück fand kürzlich im BMW Autohaus Huber Brugg Obereich statt. Und viele waren dieser Einladung gefolgt. Wie schon ein paar Mal erwähnt, ist es notwendig, diese Frühstücke zu machen, um die Wirtschaft miteinander zu verbinden. Denn die Kooperationen sind extrem wichtig, denn alleine kommt man immer weiter. Das ist Sinn und Zweck. Zusammen kann man sagen, es ist beides empfehlenswert, ein Wohlgefühl beim Frühstück, ein Wohlfühlen beim Fahren. Es war aber nicht nur die Kulinarik, sondern auch der neue 3er und 6er BMW wurden vorgestellt. Es ist uns wieder eine sehr, sehr große Freude. Wir können wieder zwei Neulinge vom BMW präsentieren. Zum einen mal ist es der BMW X3, eines der bekanntesten und meistverkauften SUV von BMW. Und das zweite Modell ist der 6er Grand Tourer. Das ist ein Fahrzeug, eigentlich ein neues Fahrzeugsegment, wo man eine Coupé-Limousine in Hochpreissegment einfach neu inszenieren will. Auch Bruggs Bürgermeister ist sich über die Bedeutung dieser unter Anführungszeichen Wirtschaftsfrühstück bewusst. Ja, das hat eine große Bedeutung, denn alle Monate in einem gewissen Zeitraum treffen sich Wirtschaftstreibende hier in Brugg und am Ur, tauschen sich aus bei einem unserer Leitbetriebe, heute bei BMW Huber, hier an der Leobner Straße. Und da muss man sagen, ein klassischer Familienbetrieb, die Familie Huber, und durch Christoph Kinzel, ein Geschäftsführer, der das Menschliche bei aller Technik nie aus dem Auge verliert. Zum einen sind es die so wichtigen Arbeitsplätze, zum anderen Brugg als Handelsstadt zu etablieren. Absolut, und das ist die mittelständische Wirtschaft. Wir haben hier 23 Mitarbeiter, 3 mehr als das vorige Jahr, und das sind Leute, die bei uns wohnen, die bei uns arbeiten, die bei uns leben, die dann in der Innenstadt einen Kaffee trinken und die Kunden auch. Und ich glaube, dass das eine Stadt auszeichnet und dass es darum geht, auch diese Betriebe entsprechend zu unterstützen, und das tun wir gerne. Es geht nicht nur um das Geschäft an sich, sondern es geht um das Vernetzen. Hier sind wir bei BMW Huber. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Es wird das neue Modell vorgestellt und die Wirtschaftstreibenden können netzwerken, plaudern und über die Wirtschaftslage sprechen. Und BMW Huber hatte auch eine Überraschung parat. Unter den anwesenden Gästen wurde ein Wochenende gratis Freude am Fahren mit einem BMW verlost. Und Heidrun Kirz, Innovationsmanagerin aus Pöls-Oberkurzheim, hat gewonnen. Und ich freue mich sehr. Ich habe den Preis fürs Wochenende gewonnen, einen BMW zu mieten, auszuborgen. Und ich habe mich dafür entschieden, diesen BMW X3 zu nehmen. Und dass der neue BMW X3 bei Sarah, Andrea und Waltraud, die sich erstmals im Dirndl mit Regionenschürze zeigen, gut ankommt, ist nicht zu übersehen. Denn eines steht fest. BMW, einfach Freude am Fahren. Autohaus Huber, Brugg Obereich. Machen Sie einen Termin zur unverbindlichen Probefahrt.